Die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, kann im wahrsten Sinne des Wortes dein Leben ändern. Während des ersten Dates einen perfekten Eindruck machen, deinen Partner endlich von deiner Sichtweise überzeugen oder einen heiß begehrten Job unter einer Vielzahl von Bewerbern sichern. Hier lernst du, weshalb Geschichten mächtiger als Fakten sein können und wie du sie für deine Ziele nutzen kannst. Am Ende des Videos habe ich noch etwas, das für alle Fans richtig spannend sein dürfte. Wobei, eigentlich für jeden. Dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt direkt zum Thema. Storytelling. Die Kunst, durch Geschichten andere Menschen zu bewegen, zu beeinflussen und zu überzeugen. Und das stärker als durch jedes faktenbasierte Argument. Im Jahr 2009 wollte ein Mann, der Journalist Rob Walker, herausfinden, wie stark uns Geschichten beeinflussen, wie stark Storytelling tatsächlich sein kann. Und dafür hat er sich ein cleveres Experiment ausgedacht. Er hat sich an seinen Computer gesetzt und auf eBay umgeschaut und da insgesamt 200 Objekte, irgendwelchen wertlosen Trödel für jeweils etwa $1 gekauft. Anschließend hat er sich die Telefonnummern von 200 Autoren rausgesucht, sie angerufen und gefragt: Habt ihr Interesse an einer signifikanten Studie teilzunehmen? Dafür müsstet ihr bloß eine kleine Kurzgeschichte zu einem der Objekte schreiben. Und die 200 Autoren sagten ja. 200 Geschichten für 200 an sich wertlose Objekte. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie aufgeregt Rob war, wie ihm fast schon die Hände gezittert haben, als er sich auf eBay eingeloggt hat, um diese 200 Objekte mit den Kurzgeschichten einzustellen. Wie wird das Experiment ausgehen? Wird sich der eigentlich wertlose Kram für einen anderen Preis verkaufen? Eines der Objekte, eine falsche Banane aus Plastik, hatte Rob für gerade mal 25 Cent gekauft. Hast du eine Idee, für wie viel er sie dank der zusätzlichen Geschichte verkaufen konnte? $76. Das ist eine Wertsteigerung von über 30.000%. Unfassbar! Aber war das nur ein Einzelfall? Naja, nein, nicht wirklich. Die 200 Objekte mit einem Einkaufspreis von ca. $125 konnte er insgesamt für knapp $8.000 verkaufen. Völlig verrückt. Alleine die Geschichten steigerten den wahrgenommenen Wert auf ein Vielfaches. Aber durch Storytelling kannst du weit mehr als nur ein lukratives Nebengeschäft auf eBay starten. Kennst du zum Beispiel das Gefühl, wenn dir ein guter Freund eine Geschichte erzählt und dann zwei Wochen später ertappst du dich, wie du ihm die exakt selbe Geschichte als deine eigene verkaufst? Das ist zwar völlig normal, aber es zeigt ganz deutlich, wie einflussreich Geschichten sein können. Durch Geschichten kannst du deine Ideen in den Kopf eines anderen Menschen verpflanzen, ebenso als wäre er selbst auf diese Idee gekommen. Dadurch kannst du diese Person stark beeinflussen, sie von deinem Standpunkt überzeugen und das teilweise viel besser als durch harte Zahlen und Fakten. Wolltest du auch schon mal eine Person von etwas überzeugen, eine Sache, mit der du garantiert recht hattest? Du hast dir dafür stichhaltige Beweise rausgesucht, eine perfekte Argumentationskette aufgebaut, eindeutig gezeigt, dass rein logisch nur ein einziger Schluss übrig bleibt. Und doch? Dein Gegenüber sagt einfach: Nö, glaube ich trotzdem nicht. Frustrierend. Aber häufig sind Fakten einfach nicht der beste Weg, um jemand anderen zu überzeugen. Geschichten hingegen schon. Diese regen nämlich mehr Gehirnareale an, als es für das reine Verständnis von Worten notwendig wäre. Alleine die Beschreibung von Geruch, Geschmack oder Schmerz reicht aus, damit wir genau dieselben Sinneseindrücke erleben und an unserem eigenen Körper spüren. Stell dir einfach kurz vor, dass dir dein bester Freund erzählt, wie er zum Beispiel im Sommer am Strand war, um Volleyball zu spielen. Ein perfekter, sonniger, warmer Tag. Aber dann plötzlich tritt er barfuß in eine Glasscherbe. So richtig, mit voller Wucht, sodass sie auf der Oberseite des Fußes schon wieder rausschaut. Ja. Hast du das auch gespürt? Als Zuhörer erleben wir das Gehörte mit. Wir verwandeln es in eigene Erfahrungen oder je nach Geschichte auch in eigene Ideen. Und genau deshalb beeinflussen uns Geschichten so stark. Eine Statistik über Unfälle, bei denen sich irgendwelche Menschen verletzt haben, weil sie auf irgendwelche Gegenstände getreten sind, lässt uns hingegen ziemlich kalt. Dies legt beispielsweise auch eine Studie aus dem Jahr 2005 nahe, in der die Spendenbereitschaft für hungernde Kinder untersucht wurde. Wurden in der Informationsbroschüre nur Zahlen und Fakten genannt, belief sich die Spendenbereitschaft auf $1,43. Wurden aber zusätzlich auch die Geschichten, also die Schicksale von einzelnen betroffenen Kindern erzählt, erhöhte sich die Spendenbereitschaft auf $2,38, also auf fast schon das Doppelte. Einzig durch die Geschichten. Wenn du in Zukunft mal wieder jemanden von deinem Standpunkt überzeugen willst, dann versuche statt der Logikkeule doch mal eine emotionale Geschichte. Also gut, wir haben verstanden, dass Storytelling eine extrem nützliche Fähigkeit ist, die wir unbedingt lernen sollten. Aber wie genau funktioniert's? Wie können wir möglichst überzeugende Geschichten erzählen? Nun, es kommt im Wesentlichen auf drei Dinge an. Erstens, das Setup. Hier setzt du den Rahmen der Geschichte, indem du dem Zuhörer knapp erklärst, worum es gleich geht. Quasi eine kurze Einleitung, die nach Möglichkeit zum aktuellen Gesprächsthema passen sollte. Zweitens, der Inhalt. Manche Geschichten funktionieren einfach besser als andere. Optimal ist es, wenn du aus der Perspektive einer einzelnen Person erzählst, zum Beispiel aus deiner eigenen oder wie in der erwähnten Studie, aus der eines hungernden Kindes. Dadurch kannst du eine stärkere Bindung zwischen Protagonist und Publikum erstellen.
Aber damit dir dein Publikum tatsächlich auch zuhört, musst du eine gewisse Spannung erzeugen. Das funktioniert zum Beispiel, indem du geschickt Fragen aufwirfst. Durch die entstehende Ungewissheit kommt im Zuhörer ein regelrechtes Verlangen danach auf, die Antwort herauszufinden. Eine weitere Möglichkeit, um Spannung aufzubauen, ist ein Konflikt. Der Konflikt kann so bedeutend sein wie die Nahrungsbeschaffung für ein fast verhungerndes Kind. Oder so unbedeutend wie die Suche nach dem perfekten Snack für einen Spieleabend mit Freunden. Hauptsache, der Konflikt ist in diesem Moment extrem wichtig für den Protagonisten, denn nur dadurch wird er auch für den Zuhörer interessant. Drittens, eine Lektion. Die besten Geschichten haben immer eine Lektion am Ende. Etwas, das deine Zuhörer von der Geschichte mitnehmen sollen. Wie die Fabeln von Aesop oder Gleichnisse aus religiösen Schriften. Vermeide unbedingt das Ende, also die Lektion, vorzeitig zu erwähnen. Nimm den Zuhörer auf dieselbe emotionale Reise mit, die der Protagonist durchgemacht hat. Denn genau das fesselt uns so sehr an Geschichten. Kommen wir jetzt kurz zu dem versprochenen Thema, der spannenden Sache. Ich bekomme von euch so tolle Kommentare, Nachrichten und Mails und es macht mir einfach richtig Spaß, darauf zu antworten. Aber es kommt leider nie ein echter Dialog zustande, dafür sind YouTube-Kommentare nicht wirklich geeignet. Deshalb würde ich gerne dich persönlich kennenlernen. Und genau dafür ergibt sich im Januar die perfekte Gelegenheit. Ich fahre dafür 3 Tage nach Frankfurt auf die Being Authentic. Das ist ein Change-Event, auf dem es vor allem um Persönlichkeitsentwicklung geht. Quasi meine Videos in live. Die Veranstaltung wird richtig cool. Neben dem starken Programm kannst du vor allem auch noch weitere Kontakte knüpfen. Mit diversen YouTubern, zum Beispiel den Jungs von Erschaffe dich neu. Mit verschiedenen Top-Speakern und insbesondere mit anderen Menschen, die ebenfalls einfach mehr aus ihrem Leben machen wollen. Ich habe mit den Veranstaltern gesprochen und konnte einen echt starken Rabatt von 40% für meine Abonnenten und eine kleine Provision für mich klar machen. Leider, weil die Plätze sehr gefragt sind, gibt es den günstigen Preis aber nur für die ersten 20 Abonnenten. Schnell sein lohnt sich also. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, dich persönlich kennenzulernen und die Being Authentic ist einfach die perfekte Gelegenheit dafür. Geh auf jeden Fall auf die Webseite und schau dir an, ob es was für dich ist. Ich habe sie dir auf dem i und in der Beschreibung verlinkt. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video und hoffentlich auch live auf der Being Authentic.